dann wollen wir mal Salazar, Salatkopf und seinen Kumpels und Ashley folgen. Ach du Scheiße, okay. Okay. Il problema. Ich glaube, ich bleibe bei der TMP. Komm mal ran hier. Und? He is coming. Da kommt er. Er ist nah dran. Er ist nah dran. Wäre auch mal interessant. Aber auf die anderen reagiert er nicht, ne? Schade. Sehr schade. Sehr. Oh, shit. Nein! Lass mich! Oh! Madano. Das heißt vielleicht einfach nur, hey, guten Tag. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch gespannt, ob einer von euch ein bisschen Spanisch kann und das versteht, was die hier sagen. Grenade. Und wenn ja, dann haut's doch bitte mal unten in die Kommentare. Allí están. Was? Wer bist denn du? Wer bist denn du? Morgenstern schwingender Boy. Suplex! Erste Hilfespray. Geil. Ja, yeah. Wie man hier auch in diesem Land sagen würde. In dem Land, was aktuell 2020 nicht die EM gewinnen wird. So, okay, nachloaden. Und den. Was ist denn hier mit der Tür? Guck mal. Kaputt. Tür kaputt. Ja, ist schon pompös hier. Kann man nicht anders sagen. Ein Spinell. Hier. Noch ein Spinell. Ashley. Leon! Mr. Kennedy, don't you know when it's time to throw in the towel? The satisfying sound of one's impalement. Don't fall for this old trick. How dare you! No more games! Kill him! Kill! Quickly! We shall prepare for the ritual! Leon, you're alive. Maybe you have 9 lives, but it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you worm! Ja, okay. Dann bin ich wohl in die Höhle mit dem Rankohr gefallen. Das ist ja klasse. TMP-Munition, Magnum-Munition, sehr geil. Gelbes Kraut ist auch sehr cool. So, hier haben wir noch, oh, schön, Händler und, oh, was haben wir hier? Eine Brandgranate, die nehmen wir natürlich auch mit. Oh, Krone mit Kerben. Nice. Oh, ernsthaft. Das toten Mönche hier, die anscheinend, anscheinend nicht geschafft haben. Oder diesen kleinen Balk wahrscheinlich von Sakian.
Ist ja bekannt, dass solche Charaktere dann immer etwas impulsiv sind. Welcome! Got some rare things on sale, stranger. What are you buying? Stranger? So, was haben wir denn da? Was können wir denn jetzt kaufen? Oh, die Striker. Hallo, hallo, Freunde. Na, das ist doch mal ein Ballermann. Den finde ich ja gut. Den würde ich ja kaufen. Jetzt spielt es uns natürlich in die Karten, dass wir das Gewehr nicht aufgewertet haben und da ein bisschen was investiert haben drin, denn wir werden es jetzt verkaufen. Thank you. Und what dann are you buying? My boy the Striker. Is that all Striker? Nice. Das Schöne ist, die ist auch ein bisschen kompakter. Okay. Ja, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen was investieren. Thank you. Okay, es ist Thank so Thank you. Übersichtlich. What are you buying? Aber tatsächlich, nicht. Tatsächlich. Okay, geht noch nichts, hier geht auch noch nichts. Schade. Come back anytime. Come back anytime. So, das sieht eigentlich ganz gut aus. Aber das große Problem ist, ihr habt gesehen, Salazar hat uns einen seiner Leibwächter jetzt auf die Hacken geschickt. Das ist ein Vertugo. Und die sind echt, die sind wirklich übel. Und ich hoffe wirklich irgendwie, dass wir das jetzt halbwegs gut über die Bühne bekommen. Wir gucken uns mal ganz kurz mal die Striker nochmal an. Das ist auf jeden Fall ein nicer Apparat. Da können wir auf jeden Fall schön rausschlunzen. So, die Krone mit den Kerben, die können wir jetzt, oder könnten sie, aber wir wollen sie jetzt noch nicht verkaufen. Denn, was haben wir hier? Zeigenkristall. Denn, wir können auch so kleine Applications dafür finden, um die Krone natürlich wesentlich kostbarer zu machen. Ah, nice, ein rotes Kraut. Sehr gut. Sehr schön. Das haben wir. Très bien. Ja, und da kommt er. Ich glaube, der nächste Part wird jetzt tatsächlich sein, den Typen irgendwie auszulöschen. Und das wird echt heftig. Weil bis auf die Striker, sage ich mal, habe ich jetzt nicht wirklich irgendwelche schlagkräftigen Waffen am Start. Die TMP ist zwar gut irgendwie, weil die haut halt ordentlich raus, aber wir haben natürlich dafür 232 Schuss. Das ist natürlich nicht so dicke irgendwie. Die sind halt schnell weg. Wir probieren es einfach. Wenn wir sterben, sterben wir. Ich hoffe nicht, dass wir sterben, aber... Das ist natürlich sehr von Vorteil. Obwohl Pistole hier natürlich so ein bisschen... Das ist der Aufzugsschacht. Aufzug hochholen. Der funktioniert nicht. Ach, ich bin so ein Glückspilz. Bestimmt ist der Strom ausgefallen. Ja, toll. Ganz toll. So. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Nee, ich denke nicht. So, ja, und jetzt werden wir ständig mit irgendwelchen Quicktime-Geschichten konfrontiert. Ah ja, schon. Ist schon gefährlich, der Vertugo. Ja, irgendwie, also die Power, die er abzieht, ist halt echt übel. Und, ach, das wird jetzt. Ach, das ist. Ach, okay, alles klar. Das ist unangenehm. Wir kommen jetzt hier in ein Areal. Ach, das ist fürchterlich. Strom einschalten. Ja. Der Aufzug hat wieder Strom, das ist gut. Aber aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht klar sind, schließt sich diese Tür jetzt an. Das ist absolut bescheuert. In 3 Minuten. Wer kennt's nicht? So, jetzt hat die Banane hier am Sack irgendwie. Tun sie ja nicht. Und da ist er.
Hallihallo, Alter. Toller Typ. Ah, shit. Ach, ich bin doch blöd. Ich bin doch doof. Tatsächlich kann man diese Dinger, die wir jetzt da sehen, man kann sie ja nicht... Man kann sie nur umschmeißen. Man kann nicht nur schießen. So, und tatsächlich war das ausschlaggebend, damit sich überhaupt diese Tür öffnet. Okay, er ist auf jeden Fall nah. Oh, ein bisschen langsam, Alter. Nein, falsche, nein, falsche Richtung. Das ist doch bescheuert. Oh, ist so schnell! Ach, Mann. Der Penner zieht so viel Damage ab, ey. Hui, 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 hui. Double Quick Time. Schnell! Hurry! Okay. Das ist ja neu. Das. Interessant. Das hätte ich noch nie gesehen. Wann kommst du jetzt rein? Das ist ja. Don't do this. Da ist er. Eieieiei, fast nicht gesehen. Und dünne machen. Oh, sa. So, und hier haben wir noch da die Inne. Na komm, show yourself. Fahrstuhl da. Frage ist aber. Oh! Kronjuwelen. Nice. Wir haben ihn nur fertig gekriegt. Er hätte jetzt aber auch wirklich nicht noch mehr aushalten. Weil es gab, glaube ich, nicht noch mal so eine Tonne hier, um ihn einzufrieren. Cool. Haben wir. Das war's. Jetzt. It seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Krauser, go get a girl. Oh, and dispose of this swine while you're at it. Consider it done. Und damit haben wir einen neuen Spieler auf der Agenda. Krauser. Krauser ist, ist halt einfach Krauser ist Krauser. Ihr werdet noch merken, was ich meine. Witzig finde ich, dass im Englischen anscheinend Schwein, Swine heißt. So, was haben wir denn hier? Patronen oder sind das Kippen? Oder? Nee, sind Patronen. Schau an. Luis Notiz Number 2. Der erste Kastellan begrub die Las Plagas tief unter der Burg, um sie völlig zu verstecken. Aber als Salazar sie freiließ, dachte niemand, er würde sie wieder zum Leben erwecken können.
da sie nur mumifizierte Überreste waren. Jeder wusste, dass die Parasiten ohne Wirt nicht überleben können. Aber als Salazar und seine Leute die Überreste ausgruben, schien es fast, als ob die Las Plagas nur darauf warteten, entdeckt zu werden und wieder auferstehen. Jahre später begannen die Dorfbewohner, die bei der Ausgrabung der Las Plagas geholfen haben, an Krämpfen zu leiden. Und eines Tages wohnt sie zu gewalttätigen Wilden. Später fand man dann heraus, dass dies von den Las Plagas verursacht worden war. Sie hatten all die Jahre im Zeltstadion in Sporenform überlebt. Anscheinend atmeten die Dorfbewohner beim Ausgraben die Sporen ein, die in ihren Körpern wieder aktiv wurden. So erwachten die Las Plagas zu neuem Leben. Während ich schreibe, werden weitere Las Plagas ausgegraben. Wer weiß, wie viele dieser Plagas bereits wiederbelebt wurden. Ganz zu schweigen von all den Ganados, die geschaffen wurden. Ihr unmenschliches Treiben muss ein Ende finden. Wenn sie nicht aufgehalten wären, könnten weltweit Menschen zu Opfern ihrer verrückten Kults werden. Ja, Luis. Okay. Nice. So, und nun betreten wir die Mine. Ja, schön hier. Ein Seidenkristall, der hier ausgebuddelt wurde. Und zwei Fässer wetten. Nichts ist drin. Oh, klick aber euch für ein Glückspilz, Freunde. In beiden Sachen war was drin. Cool. Nice. Granate und ein Seidenkristall. Schön. Oh. Und? Was plagasiert da? Nee. Avatar. So, kommst du von da drüben endlich weg? Komm, halt. Nö, unter dich. So, immer dann irgendwo irgendjemand. Kommt da noch jemand hoch? Wer bist denn du? Un Foratero? Was? Da kommt er. Und du? Nee. TMP-Munition, die nehme ich sehr gerne mit. Wie gesagt, eigentlich finde ich die TMP am schönsten. Don't do this! Oh, die mit, oh! Alter, war hier hinter mir einer? Krass! Krass! Hätte ich gar nicht gesehen. Ja, na, danke, Dynamite Boy. Oh, wer bist denn du da oben? Un forastero! Man seht doch nicht so. Ach, scheiße. Das war jetzt nicht so geil. Genau in den Explosionsradius. Also genau das Ding weggeschossen in der Luft. Vor meiner Fresse. Wie hoch kann man sein? Tja. Dann würde ich doch mal sagen, lass uns doch mal so ein geiles Ei essen. Erstmal so ein Picknick, erstmal so ein Ei essen. Das gibt ja wirklich, also wie man ja auch an meinem Akzent unschwer erkennt, in Berlin, Spätis, die gekochte Eier verkaufen. Also beim Bäcker kennt man es ja vielleicht so zum Frühstück so, hey, willst du noch, wenn du keinen Bock hast oder einfach unfähig bist, Eier zu kochen, kaufst du dir beim Bäcker halt früh ein paar Eier. Kein Thema, kein Ding. Aber beim Späti, jetzt muss man sich mal überlegen, so irgendwie, du bist mit deinen Jungs oder mit deinen Kumpels und Kumpelinen abends unterwegs und dann, ey, boah, ich hab jetzt mal so richtig Bock auf ein gekochtes Ei. Also, ist mir persönlich noch nicht passiert. Aber, ja, gibt ja, ne? Für jeden was, irgendwie. Wenn ihr nachts Bock auf gekochte Eier habt, während ihr mit euren Leuten feiern seid, haut's mal in die Kommentare. Mich würde mal interessieren, ob es so eine Leute überhaupt gibt. Naja. So, okay, alles klar. Der Schalter da oben kann nicht betätigt werden, because of the gotten power. Warte. Lore kommt ja erstmal in den Schuss.
recht zackig. Klar. Na klar. Fußpilz, Upi Upi Ambirato. So, okay, muss man ganz kurz hier mal in Sicherheit bringen. Ach, hab ich wieder so ein. Dynamite Boy. Die finde ich wirklich nicht gut, ne? Find ich nicht gut. Aber. Ich werde mal aufgrund von Munition sparen. Ja, bin ich, verdrehe nicht die Augen. Auf die Red 9 umsteigen. Wenn es einzelne Gegner sind. So, okay, jetzt ist der elektrische Mechanismus der Lore wieder aktiviert. Und jetzt musste ich. Bitte. Überall das Plagas. Überall. Oh, there. Jetzt funktioniert jetzt. Nein! Oh, ist ja nicht gut. So, aber. Darauf hinauslaufen. Was? Was? Die haben uns doch noch überlebt? Na, das ist ja aber. Na ja, verrückt, da unten in der Pfanne verrückt. So, jetzt gib mir bitte die Lore. Mit dem Dynamit. Da drin. Damit wir diesen widerlichen fetten Felsbrocken hier vorne wegsprengen können. Dynamite! So, okay. Na, du? Freust du dich da drüben schon? So schnell kann's gehen, Freunde. Wunderbar. Zwei Fässer. Magnum-Munition. Ja, und tatsächlich bin ich immer noch recht pisst, weil wir im Schloss. Wir kommen, glaube ich, nochmal ins Schloss zurück. Echt die. Also, da war eine Kiste. Die hätten wir öffnen können. Fuck! Ach du Scheiße. Okay. 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 Das habe ich jetzt hier gerade nicht auf dem Plan gehabt. Und ihr werdet sehen, wieso. Das ist nicht geil. Das ist nicht gut. Ja, ihr seht schon, das Areal sieht schon sehr, sehr doomy aus irgendwie. Und, wir finden natürlich Sachen. Und das hat einen Grund. Los. Zweifel nicht. Es ist wirklich. Ja, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Nein! Epic Fail! Shit! Das ist ja. Das ist ungünstig. Das ist wirklich ungünstig. Oh, nee. So eine Scheiße. Das dauert nämlich ewig, bis sich das schließt wieder. Oh, shit. Oh, okay, alles klar. Also wir können mit der Hand am Hebel ausharren und dann den richtigen Zeitpunkt abpassen. Das wusste ich nicht mehr. La, 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 la. Echt jetzt? Oh, oh, oh. Oh, da muss ich aber teuer bezahlen hier. Den Strike. Okay. Erstmal
erstmal ein Ei. Und nochmal hier Kraut hinterher. Und dann verpissen. Okay. Jetzt kann ich einer weniger. Das Gute an der Sache ist natürlich, man kann die Leute so halt sehr schön Munition sparen. Jetzt ist Gott sei Dank auch so einer da. Schön platt machen. Aber es hat natürlich auch einen großen Nachteil. Und zwar, ich weiß jetzt gar nicht, schließe ich das bei. Das Blöde an der Sache ist, man verdient halt nichts. Ja, also die werfen eigentlich gut ab, fressen aber natürlich auch einen Haufen Moon irgendwie. Also wenn man halt vielleicht gerade mal irgendwie einen Raketenwerfer über hat, dann kann man das gerne machen. Hui, ach, der ist schon. Nein! Das ist ja nicht so geil. Das ist ja auch nicht so geil. Ja, jetzt ist... Ach, Jemini. Okay. Also, sie sind schon... flink. Steckt da wo ein. Ja, sowas ist natürlich geil. Hättest du jetzt BD gekriegt. So, El Las Plagos. Schuss, damit komme ich jetzt hier nicht weit im Biomarkt, so schön ist. Mann. Vielleicht sollte ich hier mal... Ach, nicht, dass er mich jetzt wieder runterschüttelt hier. Ah, Mann. Ja. Ja, ist natürlich blöd, dass dieser Mechanismus jetzt blockiert. Ach, was wünschte ich mir doch einen Raketenwerfer. Knappe Kiste. Knappe Kiste. Hui! Hui! Ohohoho. 15.000 Pesetas. Okay, das ist jetzt... Ja, für 15.000 war das ein ganz schöner Arschaufriss, muss ich sagen. Ja. Okay, also alle Handgranaten verballert. Bis auf die Flashbangs und die Brandgranaten natürlich. Und eine Menge Munition verrotzt. Und Heilmittel draufgegangen. Natürlich dann. Ah, das ist so ein bisschen bitterer Beigeschmack. Okay. Aber nichtsdestotrotz. We got survived. Survived. Mm. So, Benny, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo wir die Schlonze auspacken. Denn ihr hört es schon. Love is in the air. Hier steht die beiden Lichter, wir haben einen neuen Weg bescheinen. Na, ich will. Show me the new way. Ja? So, wie heißen die da? Nobis Datores? Nobis Todes? So. Ich rufe jetzt immer hin. Er ist hinter mir. Hm.
Okay, der Flutterboy ist irgendwie in die Wand gesteckt. Und kommst du mal raus? Schafft das? Glaube nicht. Okay. Gut, gut, gut. So, ein Hebel. Drücke den Schalter. So, dann müssen wir hier mit Fliegenklatsche rausholen, Freunde. Ja, hier profitiert natürlich halt auch die Striker extrem von dem hohen, von der hohen Magazin. Von der hohen Magazinkapazität. Weil du halt einfach ganz geschmeidig rausrotzen kannst. Irgendwie, ne? Ohne jetzt 6 Schuss. Oh nein, nein. Nice, keine Angst. Ich werde jetzt hier nicht groß rumbasteln. Eine grobe Ordnung. Grobe Ordnung ist wichtig. Da werdet ihr mir bestimmt zustimmen. Und ich weiß, Benny, du nicht. Oh, shit. So, jetzt kann ich mich... Ah, shit, 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 shit. Das Blöde an der Sache ist... Ihr lasst mich bitte alle in Ruhe. Das haben wir gut geklärt. Da wird mir bestimmt Benny nicht zustimmen irgendwie. Er verdreht bestimmt die Augen, wie immer. Das könnt ihr euch ja nicht vorstellen, wie oft ich Benny in meinem geistigen Auge vor mir sehe, irgendwie wie er irgendeine Spielsituation von mir kommentiert. Die man einfach sagt, Alter, echt. Monk doch jetzt hier nicht ab. Das zweite Licht scheint. Damit müsste der Weg geöffnet sein. Wir schauen. Ja, da brennt das Tor einfach weg. Das ist nämlich einfach nur aus. Ah, wie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo ist Hanse? Da kommen sie. Mir noch einer? Da ist er. Wo willst du denn hin? Willst du hier zum großen Krabbeln? Cool, das hätten wir. Die Frage ist, wie viel von den Bratzen sind denn hier jetzt noch unterwegs? Da vorne sind noch welche. Na du. Sikowski. Ja, kann hier bloß noch durch. Das ist ein Schalter. Ja, drücken. Von dem weggeschmolzenen Stahltor. So. Oh nein. Oh nein, okay. Scheiße. Jetzt irgendwo hin. Nein, kommt er nicht. Okay, mal hochklettern. Das ist ein Schalter. Okay, hier ist ein Hebel. Betätige. Ach ja, fies. Ja. Wir sind eigentlich 3 so eine Plauzen da runtergekommen und jetzt ist der in der Mitte deaktiviert, damit du überhaupt überlebst. So, run, boy, run. Ahí está. Hallo?
Ist das hier eine heilige Kammer? Oder etwas in der Richtung? So, was haben wir denn da Schönes? Eine königliche Insignie. Na, sage mal, die passt doch bestimmt super in meine königliche Krone. Jawohl, Avatar. Schön. Na Mensch, complete das Teil. Ich bin mal gespannt, wie viel wir dafür bekommen. Was haben wir hier noch? Okay. Ayesta. Wo sind wir denn hier? Pistolenmunition, grünes Kraut und wir haben wieder einen Händler am Start. Brief von... Brief von Ader. Wenn ein La Plaga schlüpft... Ah, das ist also der Singular von Las Plagas. Wenn ein La Plaga schlüpft, ist es fast unmöglich, ihn aus dem Körper zu entfernen. Vorher kann man ihn jedoch neutralisieren. Im Notfall kann man ihn auch operativ entfernen, bevor er adultes Stadium erreicht hat. Aber das ist nicht leicht. Das Risiko, die Operation nicht zu überleben, ist hoch. Es ist erstaunlich, wie inflationär hier das Wort adultes Stadion benutzt wird. Ja, von welchen Charakteren? Irgendwie entweder vom Butler oder von Luis Sierra, bei dem man es ja noch verstehen kann, weil er ja ein Wissenschaftler ist und daran ja arbeitet. Okay, da ist vielleicht... egal. Soweit ich weiß, wurde dem Mädchen vor dir ein Ei injiziert. Ihre Zeit läuft. Du solltest dich aufs Schlimmste gefasst machen. Und selbst Ada Wong benutzt diese Worte. So, einmal schnell alles fix gemacht irgendwie, damit wir uns das Scharfschützengewehr kaufen können. Und jetzt drückt mal die Daumen, dass das Ding hier reinpasst. Scheiße. 14 Plätze. Ist yes, es passt. Nice. Okay. Alles klar, also wir haben jetzt richtig Fettschmort ausgegeben, aber wir haben uns das Scharfschützengewehr gekauft. Sieht so ein bisschen aus wie ein G36 gerade. Es ist fett und wir haben es auch ein bisschen gepimpt. Und the Tower. Das wird uns gute Dienst leisten, aber wir haben noch nicht das ZF dafür, das passende, das richtig gute. Das macht doch nichts. Wir sind trotzdem sehr effektiv mit dem Ding. Wenn wir den treffen. Wenn wir den treffen. So. Naja, wie gesagt, wenn wir den treffen. Und? Kommt der Pöbel? War das jetzt gerade wirklich ein Double Headshot oder war das so ein Triple Headshot? Das wäre meine Hausnummer. Triple Headshot hätte ich auch noch nie geschafft. Ah, hier ist er. Na, du machst den schon am Lagerfeuer? Haupolas Erro. Hier ist er, mein Freund. Tschüssikowski, du Schwein. Du Schwein, du Swine. Mann, nur witzig, dass das im Englischen Swine heißt. Oder haben die vielleicht irgendwie einfach so eine Übersetzungsgurke da in? Ja, und da haben wir nämlich das Problem. Ich hasse es. Wirklich. Jetzt sind wir nämlich hier sowas von voll, dass wir nämlich nichts mehr aufnehmen können. Das ist nicht so schön. Oh, hier ist eine Kugel. Aha. Also diese Kurbelanimation. Und das ist die Schublade, wirklich. Liebe Entwickler, wieso? Oh. Oh, das liest
Spaß. Hier steht, weit oben ruht die Gabe für den Löwen. Mhm. So, jetzt hätten sie von der Problematik gewusst. Aha. 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 So, hier muss ich jetzt natürlich ganz cool sein. Weil, hier oben ist Dr. Salvatore. Dr. Salvatore, ihr kennt ihn als den Beknackten mit der Kettensäge und dem Sack auf dem Kopf. Der ist echt uncool. Oh, krass. Un forastero! Den hier nicht, oder wie? Okay. Ah, ich brauche aber relativ lange, um hier aufzustehen. Reload. Flöten, irgendwie die anderen haben fallen lassen. Deswegen. Holen wir uns hier mal schnell. Schnubbeli-wupp. Springt er raus? Ja, springt nicht raus. Ich glaube, er würde tatsächlich eher warten. Bis wir irgendwie zu der Leiter kommen. Oder unten an der Tür klopfen. Oh Mann. Schlüssel für die Mine. Gelbes Kraut, das ist fein. Kann es aber nicht benutzen. Das ist weniger fein. Hopp, hopp. Ihr Schweine. So, Buddy holt jetzt mal die Palamane raus. Ja, sie ist aber nicht beknackt. Aber anscheinend auch keine Wählerschaft. Nicht cool. Da hätten wir. Hm. Ach. Gut, denn. Flashbang, Baby. Bei zwei. Schön. Das hätten wir sehr solide geklärt, die Nummer. Solch sensationell gutes Vorgehen kenne ich sonst nur von Bennys Let's Plays. Und wir gucken jetzt hier unten nochmal schnell. Eine Handgranate. Endlich. Na wieder mal. Wie schön. So. Mal schnell umgeguckt. Und dann machen wir uns mal weiter auf. Das Herz der Mine. Dann gehen wir mal hier hin. Schlüssel für die Mine verwendet. Hallo? Ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder ein bisschen zur Kohle kommen. All die Weile. Mir nicht übel ist. Hm. Das ist ja komisch. Okay, kann man also nicht. Oh, scheiße.
Ja, da hebe ich jetzt lieber den leichten Weg. Ey, echt jetzt Musik hier? Hittet ihr gleich ab? Shit. Bitte nicht. Oh, was? Oh, nice, nice. Das ist ja geil. Schweine hat. Und wir nehmen die TMP für den nächsten Abschnitt. So. Tschüss. Shit. Das haben wir nicht geschafft. So, reload. Eieieiei. Das Ding ist nicht explodiert? Das ist ja scheiße. Das finde ich nicht gut. Das ist ja mies. Ah, Lord Saddler. Leck mich am Arsch, Alter. Genau das passiert denn, ey. Los! Ja! Yes! Yes! So, was ihr jetzt nicht gesehen habt, irgendwie, weil Benny einen sensationell cleveren Schnitt hingelegt hat, dass ich das jetzt hier 8000 Mal probiert habe, wirklich. Es ist eine fürchterliche Stelle in diesem Spiel. Und, umso höher der Schwierigkeitsgrad ist, umso brutaler ist, umso weniger Fehler darfst du lernen. Ja, du sagst, prügelst auf die X-Taste rum hier, wie ein Bescheuerter. Und nur eine zehnte Sekunde zu spät und dann runtergeflogen. Und dann musst du diese ganze Szene mit der Lore nochmal machen. Ey, boah. Aber das haben wir euch jetzt erspart. Ah. Ah, are you still? So, das ist ja toll. So. Achso, nee, immer falsche Richtung. Ha, falsche Richtung. So, jetzt öffnen wir hier vorne das Tor mit der Gabe für den Löwen.